Kochlandschaft Österreich. In der Region Welsland. In dieser Folge aus dem Agrarbildungszentrum Lambach zeigt uns Margit Ziegelbeck, wie man einen Tafelspitz im Glas zubereitet. Während der Tafelspitz kocht, besuchen wir Johannes Meierhofer im Pferdezentrum Stadlpaura, der uns die beeindruckende Geschichte der Pferdezucht in der Region erzählt. Wir befinden uns im Agrarbildungszentrum Lambach und mein Name ist Ziegelbeck Margit. Wir werden heute einen Tafelspitz im Glas zubereiten mit selbstgemachten Nudeln. Für unseren Tafelspitz im Glas beginnen wir mit der Rindsuppe. Ich habe hier Gemüse vorbereitet. Hier haben wir Karotten, gelbe Rüben, Sellerie, Wurzelpetersilie, Zwiebel, Lauch, mein heimlicher Favorit, die Tomaten, sowie frischen Liebstöckel und Petersilie. Ich beginne mit den Karotten. Die sind gut gewaschen. Deswegen werde ich auch beim Schälen die Schale nicht zur Seite geben, sondern sie anschließend für meine Gemüsesuppe verwenden. Teilstücke, die mir nicht gefallen, gebe ich zu meinen Resten. Meine schönen Karottenscheiben lege ich mir zur Seite. Die kommen dann direkt in das Glas zum Tafelspitz. Den Lauch habe ich bereits halbiert, so kann man ihn sehr gut waschen und sehen, ob noch Erdreste versteckt sind. Der Lauch wird relativ grob geschnitten. Und ich kann ihn gleich ins Wasser geben. Die Zwiebel ist etwas spezieller. Ich werde sie nur halbieren. Samt der Schale, natürlich ist sie gewaschen, weil diese Schale macht meine Suppe besonders golden und satt. Ich habe hier eine Pfanne vorbereitet und in dieser Pfanne werde ich den Zwiebel schwarz anrösten. Das darf Sie nicht erschrecken, sondern diese Schwärze der Zwiebel macht dann einen besonderen guten Geschmack und eine schöne Farbe in der Suppe. So, dann geht es weiter mit meinem Gemüse. Hier haben wir eine gelbe Rübe. Das Gemüse kann ich bereits ins kalte Wasser geben, genauso wie die Tomate, Petersilienwurzel. Auch der Sellerie wird geschält. Beim Sellerie muss man darauf achten, bei den Wurzeln verfangen sich meistens noch Erdreste, dass dieser wirklich gut gewaschen ist, damit ich diese Erdreste nicht in meiner Suppe habe. So, in das kalte Wasser gebe ich meine Gemüseabschnitte. Erst wenn das Wasser kocht, gebe ich das Fleisch hinzu. Mittlerweile sehen unsere Zwiebeln dunkel aus, das ist optimal, und geben sie zur Suppe. Vielleicht sollten Sie das nicht mit einer beschichteten Pfanne machen, die würde beleidigt sein. Dann geht es weiter mit den Gewürzen. Ich habe hier Piment vorbereitet. Ich quetsche die Körner immer ganz gern, dadurch wird der Geschmack etwas intensiver. Pfefferkörner. Koriander. Dann habe ich hier noch zwei Lorbeerblätter, die kommen in die Suppe. Und die Petersilienstängel. Falls Sie sich wundern, warum ich nur die Stängel verwende, aber das Petersiliengrün würde meine Suppe verfärben, grün nämlich, und wir möchten eine goldene, satte Farbe und keine grüne Suppe. Ich habe hier einen Tafelspitz oder einen Teil des Tafelspitzes. Klassisch hat der Tafelspitz eine Fettabdeckung, die lassen wir beim Kochen dran. Die schützt unser Fleisch und sobald die Suppe kocht, gebe ich das Fleisch hinein. Ich muss wirklich warten, bis die Suppe kocht, weil ich möchte ein saftiges Stück Fleisch haben. Durch das kochende Wasser schließen sich die Poren und mein Fleisch bleibt besonders saftig und geschmackvoll. Hier sehen Sie die Blasen aufsteigen. Das heißt, ich kann es reingeben und ich gebe mit dem Fleisch auch bereits Salz zur Suppe. Das kann ruhig ein Teelöffel sein.
Ich gebe mein Salz bereits jetzt zur Suppe dazu, damit die Suppe das Fleisch nicht auslaugt und es saftig bleibt. Wir sehen hier bereits, es steigen Trübstoffe auf. Diese schöpfe ich ab. Ansonsten würden sie in die Suppe übergehen und ich erhalte eine trübe Suppe. Wir sehen nun, das Fleisch kocht bereits in der Suppe. Ich habe die Temperatur zurückgeschaltet und wir lassen es nun die nächsten 1,5 Stunden, 2 im Topf köcheln. Ich möchte jedoch, dass das Fleisch nicht zu weich ist, da ich natürlich einkalkulieren muss, dass ich durch das Einmachen im Glas wiederum eine Garzeit dabei habe und ich möchte ja ein kerniges Fleisch haben. Die ältesten Gebäude hier im Pferdezentrum Stadelbaurer stammen aus dem Jahr 1807 und sind errichtet worden für die Pferde, die den Gegenzug der Salzflosse organisiert haben. Das war dann der Nutze des Pferdezentrums für 30 Jahre. Im Anschluss daran ist dann bis 1997 das Pferdezentrum durchgehend als Hengststation verwendet worden. Es sind bis zu 300 Hengste hier untergebracht worden, die dann in der Decksaison in der gesamten Monarchie und dann auch im gesamten Bundesgebiet verbracht worden sind. Und das ist bis zum Jahr 1997 so durchgeführt worden. Im Jahr 1997 hat es dann einen klaren Schnitt gegeben. Das Pferdezentrum Stadelbaurer ist als das österreichische Kompetenzzentrum für die Pferdewirtschaft installiert worden und dient seither als Veranstaltungszentrum, als Zentrum für Ausbildung von Mensch und Pferd, als alles, was rund ums Pferd stattfindet in Österreich, hat im Pferdezentrum Stadelbaurer seine Heimat. Das historische Gestützensemble des Pferdezentrums Stadelbaurer macht den Flair aus, den die Besucher so sehr schätzen. Die Stallungen wurden in den letzten 200 Jahren immer wieder adaptiert, um sie auf die jeweiligen Bedürfnisse der Pferde anzupassen. Aber es werden die historischen Gebäude noch in ihrer ursprünglichen Nutzung weiter frequentiert. Der Praxisunterricht des ABZ Lambach findet hier im österreichischen Pferdezentrum Stadelbaurer statt. Ungefähr 40 Schulpferde werden hier zur Verfügung gestellt, um den Schülern des ABZ Lambach und der HAK Lambach die Möglichkeit der Ausbildung im Reiten und Fahren zu geben. Für den selbstgemachten Nudelteig habe ich hier vorbereitet griffiges Mehl. Das griffige Mehl bewirkt, dass die Nudeln sich dann nicht so leicht verkochen. Ich verwende auch immer ganz gern Vollkornmehl dazu. Beim Vollkornmehl ist das ganze Korn vermahlen, das heißt, es ist noch nährstoffreicher. Ich habe hier 2 Eier, die gebe ich ebenfalls dazu. Einen Schuss Öl, etwas Salz. Wenn Sie den Nudelteig nicht gleich weiterverwenden möchten, empfehle ich, das Salz nicht hinzuzugeben, sondern dann das Kochwasser etwas mehr zu salzen, da das Salz Feuchtigkeit bindet. Dadurch, dass wir einen relativ hohen Vollkornanteil dabei haben, brauchen wir noch etwas Flüssigkeit, in unserem Fall Wasser. Jetzt lassen wir die Maschine arbeiten. So, wir haben jetzt einen relativ festen Nudelteig. Das ist wichtig, weil sonst würde uns die Nudelmaschine verkleben. Also der darf ruhig ganz fest sein. Wichtig ist, den Teig eine halbe Stunde dann noch rasten zu lassen, damit er leichter zum Verarbeiten ist. Dann brauchen wir ein Nudelholz und rollen uns den Teig aus. Kann ich sie durch die Nudelmaschine walzen. Ich beginne mit einer relativ großen Einstellung. So, wir haben vorher gesagt, wir machen Kräuternudeln. Deswegen habe ich hier noch die Kräuter. Diese hacke ich mir und gebe diese Kräuter auf meine Nudelplatten. Anschließend plattiere ich sie noch einmal, dass sie sich etwas verbinden und walze sie nochmal mit der Nudelmaschine. So, wenn ich eine dünne Teigplatte fabriziert habe, wechsle ich meinen Aufsatz.
Hier haben wir frische, selbstgemachte Kräuternudeln. Wenn ich sie gleich weiterverwende, reicht es, wenn ich sie eine Minute in Salzwasser koche. Wenn Sie sie trocknen möchten, legen Sie sie bitte auf ein bemehltes Geschirrtuch. Sobald die Nudeln, wie Sie hier sehen, getrocknet sind, können Sie sie in ein hübsches Glas einfüllen. In einem hübschen Glas haben Sie immer selbstgemachte Kräuternudeln zur Hand. So, mittlerweile haben wir hier eine kräftige, goldene Suppe erhalten. Ich hebe mein Fleisch raus. Ich seihe nun meine Suppe ab. Man könnte das auch durch ein Geschirrtuch, durch ein sauberes, nochmals filtern. In diese heiße Suppe gebe ich mein vorgeschnittenes Gemüse von vorhin und blanchiere es kurz. Ich habe hier meine Gläser bereits sterilisiert. Bei der Vorratshaltung ist es ganz wichtig, steril und hygienisch zu arbeiten. Hier habe ich meinen Tafelspitz, der gehört jetzt geschnitten. Wir haben vorhin die Fettschicht anlassen. Diese schneide ich jetzt weg. Wichtig ist es, beim Tafelspitz gegen die Faser, quer zur Faser zu schneiden. Somit erhalte ich kurze Fasern und der Tafelspitz erscheint saftig. Falls Sie sich wundern, die Nebengeräusche, das ist bereits unsere Kochklasse. In der anderen Lehrküche, die können bereits essen. Wir brauchen noch etwas. Dafür müssen wir den Tafelspitz schneiden, quer zur Faser. Mein Gemüse ist kurz angegart und dieses fülle ich in meine Gläser. Dann kommt mein Fleisch rauf. Sie sehen, der ist schön saftig, noch nicht zu weich gekocht. Dann kommt wieder eine Schicht Gemüse. Wichtig ist es, das Ganze mit heißer Suppe zu bedecken. Ich habe die Gläser in ein Wasserbad gestellt, falls durch die heiße Suppe die Spannung in den Gläsern zu heiß wird oder zu stark wird und sie mir zerspringen. Habe ich keine Bescherung hier am Tisch. Und Sie werden sich wundern, ich habe mein Magiekraut noch nicht verwendet. Nun kommt es rein. Und auch die Petersilie darf nun dazu. Ich habe die Deckel ebenfalls ausgekocht. Der Gummiring ist nass und setze ihn auf meinen Tafelspitz im Glas. So. Der Deckel ist jetzt noch lose. Diesen werde ich mit Klammern fixieren. So, wir sind jetzt so gut wie fertig. Der wichtigste Prozess kommt jetzt aber noch. Und zwar kommt der Tafelspitz jetzt für 45 Minuten in den Dampfgarer bei 120 Grad. Das Ganze kann natürlich auch im Backofen gemacht werden. Bitte geben Sie in ein tiefes Blech Wasser. Die Garzeit richtet sich ab dem Zeitpunkt, wo im Glas Bläschen aufsteigen. Also ab dann gilt die Einkochzeit. Dieser Tafelspitz im Glas ist dann im Kühlschrank ungefähr eine gute Woche bis zwei haltbar. Er sollte jedoch kühl und dunkel gelagert werden. Das Agrarbildungszentrum Lambach wurde vor 10 Jahren eröffnet hier auf der Grünen Wiese. Wir führen in einem Haus mehrere Fachrichtungen. In Lambach konkret die Landwirtschaft, die Hauswirtschaft und die Pferdewirtschaft. Wir bieten aber auch ein umfassendes Ausbildungsangebot für Erwachsene, ob das Meisterkurse, Facharbeiterkurse, Tagungen und so weiter. Und so ist eigentlich unser Haus von morgens bis abends und das die ganze Woche gut besucht mit bildungshungrigen Menschen. Wir haben nun den Tafelspitz aus dem Backrohr herausgegeben. Wir können die Klammern entfernen und als Kontrolle, ob sich ein Vakuum gebildet hat, prüft man, ob der Deckel festsitzt. Er darf sich nicht mehr lösen.
Auch im Kühlschrank sollten Sie von Zeit zu Zeit überprüfen, ob der Deckel noch fest sitzt. Falls er locker weggeht, haben sich Gär- oder andere Prozesse entwickelt und Sie sollten den Inhalt nicht mehr essen. Grüß euch, Mädels! Grüß Gott! So, ich habe was für euch. Ihr stellt euch jetzt eh auf Fastfood, oder? Ja, warum? Ich habe nämlich da einen Tafelspitz im Glasl mit frischen Kräuternudeln. Das heißt, ihr braucht den Tafelspitz einfach nur in einen Topf erwärmen, erhitzen. In der Zwischenzeit kocht ihr ja Salzwasser, tat die Nudeln rein und ihr habt dann ein perfektes Mittagessen. Das geht aber schnell. Ja, das ist perfekt. Wenn Mama und Papa sind nicht da. Passt, dann lassen wir gleich mal noch bei. Dann lasst es euch schmecken. Danke. Danke. Für Spaß, danke. Tschüss. Tschüss.